auch Anzeige gegen ein paar Menschen erstatten werde. Das, wie das Sommerhaus letztes Jahr war, sehr entspannt war. Was für ekelhafte Menschen es auch auf dieser Welt gibt. Brauche ich jetzt erstmal mindestens 12 Jahre Therapie? Das Irrenpsycho-Sommerhaus hat natürlich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch Spuren hinterlassen. Ach Gloria, du wandelnder Zombie. Krasseste Staffel, die hier jemals gedreht worden ist. Ich bin zurück und es ist auch irgendwie gerade ungewohnt und ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt die richtigen Worte finde und gleichzeitig auch die Worte finde, die ich überhaupt sagen darf. Die meisten haben es wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen. Ich habe ja auch schon ein bisschen geguckt, bei mir auf Instagram eure Nachrichten gelesen, die Kommentare unter meinem letzten Foto gelesen. Ich war mit Raffi im Sommerhaus. Es sollte erst woanders hingehen, dazu sage ich aber gleich nochmal was. Ich wollte jetzt erstmal sagen, muss ich erst überlegen. Ich habe ich mache ja jetzt in dem sechsten Jahr so gesehen verschiedene Shows. Und ich wusste auch, dass diese Show, wo ich auch mit Raffi zusammen hingehen werde, dass die wahrscheinlich die anstrengendste wird und die nochmal ganz anders wird als die Shows, die ich auch vorher schon gemacht habe. Dass es aber so wird, oder dass man, ich muss wirklich gucken, dass ich, ohne jetzt gegen zum Vertrag verstoße, Dinge sage, die nicht zu viel sind. Also bis zu dieser Ausstrahlung dauert es ja noch einige Monate. Ich denke, es wird im Frühherbst sein, im September. Aber ich kann euch sagen, dass, wie das Sommerhaus letztes Jahr war, und das ist ungelogen, glaube ich, dass das noch sehr entspannt war, so muss ich sagen. Also was wir da erlebt haben und was dort für Leute waren und ich will mich gar nicht freisprechen, die meisten kennen mich, ich bin auch eine Disney-Hexe, so würde ich mich nennen. Aber da bin ich nochmal auf Charaktere gestoßen, die nochmal ein ganz anderes Level sind und die auch teilweise vor... Ich kann es nicht sagen. Ihr werdet sehen, ich bin einfach auch noch ein bisschen, ihr kennt mich, ich bin sonst noch ein bisschen schneller im Reden, ich bin noch sehr aufgewühlt, ich bin jetzt gerade erst zurück. Man sieht auch, ich muss zum Friseur und vielleicht muss ich sogar zum Therapeuten, wenn ich nicht mit mir so im Reinen wäre, wie ich bin, und wenn ich nicht so einen starken Charakter hätte, dann müsste ich da einiges aufarbeiten. Ich kann euch nur sagen, ich habe einige Kommentare gelesen und viele davon haben geschrieben, das wird bestimmt langweilig. Ihr werdet sehen, ich muss gar nicht das so viel jetzt noch mehr sagen und ich darf es leider auch nicht. Ich würde euch auch so gerne viel sagen, aber das, was da passiert ist in Bocholt, das gab's so noch nie und das werdet ihr auch alle sehen. Und jetzt muss ich mich noch einmal entschuldigen und zwar dafür, dass ich ja auch vor dem Sommerhaus gesagt habe, wir fliegen nach Dubai. Wir hatten auch Tickets gebucht, die werden aber jetzt, ich konnte die Flugtickets auf jeden Fall verschieben auf ein anderes Datum. Und ich habe auch im Podcast gesagt, kurz vorher auch nochmal, wir sind nicht im Sommerhaus dabei. Das Ganze hat nämlich einen Grund, die möchte ich jetzt nochmal ganz kurz erklären. Vielleicht sage ich dann nochmal ein bisschen mehr demnächst im Podcast. Wir waren in den letzten Jahren schon öfter mal im Gespräch und konnten uns aber nie einigen fürs Sommerhaus, verschiedene Seiten. Und deswegen, wo es jetzt dieses Jahr dazu gekommen ist und auch noch gar nicht richtig feststand, wurde uns auch gesagt, und wenn das irgendwie rauskommt, dass ihr dabei seid, dann seid ihr aus dem Cast wieder raus. Also das ist ja natürlich mit Dschungelcamp die geheimste Show, wo die Kandidaten so lang wie möglich versteckt bleiben sollen oder nicht veröffentlicht werden sollen. Und dann war das einfach auch so, dass dann noch Gerüchte aufkamen, dass wir dabei sind. Das war wieso schon das ganze Jahr, seitdem wir auch sowieso wieder ein Paar sind. Dann kam schon beim Turmspringen, haben wir das ja gesagt damals, dass wir wieder ein Paar sind, weil ich Raffi auch dabei hatte. Und da hieß es schon, ihr seid doch im Sommerhaus. Also davon wussten wir sehr, also da waren noch nicht mal Gespräche überhaupt. Da war es schon angefangen. Und jetzt waren wir auch in diesen Gerüchten ganze Zeit dabei. Und weil uns ja gesagt wurde, ihr dürft auf keinen Fall rauskommen, musste ich auch irgendwie da einmal gegenarbeiten. Das tut mir leid. Das war aber auch
ganz wichtig, dass wir wirklich dann nicht auf dem Schirm waren. Ich habe auch sofort gemerkt, dass da vielleicht Kandidaten dann auf einmal nachschauen irgendwo und Dinge herausfinden möchten. Auch da wollte ich den Kandidaten nicht so einfach machen, dass es wirklich heißt, wir sind weit, weit weg in Dubai. Also, wie gesagt, dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war in dem Fall wirklich eine Notlüge und war wichtig auch für die Show, dass es so lang wie möglich von uns ferngeschoben wird, dass wir nicht dabei sind. Wie komisch ist das, wieder in der Story zurück zu sein. Emma hat euch ja schon einiges erzählt, ne? Ich glaube, ich brauche großartig dazu nichts mehr zu sagen, außer dass wir auch sehr vieles Positives mitnehmen können. Für unsere Beziehung. Definitiv. Und das ist wirklich ohne Scheiß, das war so heftig gewesen. Ich würde euch am liebsten noch so viel mehr erzählen, aber ihr werdet es selbst mit eigenen Augen sehen, was für ekelhafte Menschen es auch auf dieser Welt gibt. Ansonsten schönen Tag euch und wir hören uns. Oh mein Gott, Leute, ihr habt euch ja wahrscheinlich gefragt, wo ich die letzten 3 Wochen war. Wie der ein oder andere schon mitbekommen hat, waren Umut und ich nämlich im Sommerhaus der Stars. Wir dürfen natürlich nicht viel verraten, aber eins können wir euch sagen, das wird wild und meiner Meinung nach die krasseste Staffel, die hier jemals gedreht worden ist. Also wie es dort zuging, ja, es wird rabiat, es wird respektlos, es wird wild, nicht im positiven Sinne. Also was man da alles mitmachen muss, das glaubt einem keiner. Ich bin sehr gespannt auf die Ausstrahlung. Ihr solltet es auch sein. Und verpasst es auf jeden Fall nicht bei RTL 2, aber wir geben euch natürlich Updates. Jetzt müssen wir erstmal zurück in den Alltag finden, zurück ins Leben kommen. Alles etwas überfordernd, aber das werden wir auch schaffen. Und natürlich sind wir dann jetzt auch wieder mehr aktiv hier auf Insta. Guess who's back? Die Dauerbaustelle hier ist jetzt natürlich im Endlevel. Das Irren-Psycho-Sommerhaus hat natürlich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch Spuren hinterlassen. Es war wirklich sehr anstrengend. Ihr müsst es euch unbedingt anschauen. September, Oktober. Darf ja nichts sagen. Aber es war schon krass. Friends, uff. Wir haben uns wieder. Ey, ja. Ne? Also eigentlich brauche ich jetzt erstmal mindestens 12 Jahre Therapie, um das alles irgendwie zu verarbeiten. Mal ganz im Ernst. Aber yo, ich freue mich, dass ich einfach wieder hier bin, dass ich meine Gedanken teilen kann, die es braucht auf dieser Welt, definitiv. Und ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja. War ein ganz toller Moment auch dabei. Aber, ja, ihr wisst, ist das alles ein Psst-Thema. Und deswegen reden wir darüber gar nicht. Ja, aber, ja. Kann ich gar nicht in Worte fassen. Sowas ist mir auch in meinem Leben noch nie passiert, muss man ehrlich sagen. Und deswegen habe ich euch 2 Storys gemacht, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, weil innerlich ist ein Teil von mir wahnsinnig zerrissen. Und andererseits ist ein Teil von mir voller Hoffnung und voller Freude. Und ich habe voll meine Tage. Ne? Also deswegen ist es auch ein bisschen so normal, aber trotzdem, es ist schon wahnsinnig, wahnsinnig krass, was ich erlebt habe und wie Menschen sein können. Und ich bin mir sicher, dass ich auch Anzeige gegen ein paar Menschen erstatten werde, ganz sicher. Weil man muss sich wirklich nicht alles gefallen lassen in dieser Welt. Es ist wirklich, ohne Worte kann ich nur sagen, ohne Worte. Und go vegan, ja, go vegan. Ach Gloria, du wandelnder Zombie. Ich bin absolut dein Fangirl, weil ich bin immer im Team Girls. Auch wenn du es noch nicht gerafft hast, was für ein Teeleid du anrichtest, wünsche ich dir trotzdem nur das Allerbeste und weiterhin ein Go Vegan. Wir sind zurück. Mein Mann und ich waren im Sommerhaus, im Irrenhaus, im Psychohaus. Oh Mann, war das eine aufregende, schöne, aber auch lustige Zeit. Die Zeit werden wir nie vergessen.
Ja, leider dürfen wir nicht so viel verraten. Also seid gespannt bis zur Ausstrahlung. Da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr. Und ja, wir sind auf jeden Fall zurück. Stresspickel sind auf jeden Fall auch da. Ja, wir dürfen es endlich sagen. Wir waren dabei.